So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wurgelet Show. Wie ihr hier schon seht, ist es ein Google Chrome Zeichen und das ist unser neues Fun WG. Okay, so neu ist auch nicht mehr. Ja, Osman noch heute dabei ist wieder der Tim, der steht die ganze Zeit in der Ecke, weil er keine Lust drauf hat. Ja. Ja, so, das V Ja, Chrome. Okay, Zoom. V Chrome. Zoom. Zoomen. Ich habe Zoomen an. Ja, auf die Fall. Nicht den Mod. Sondern Oh, ich Zoom-Mod. kann auch zoomen. Klasse. Macht Oder ja so wie viel heißt der Spaß. Mod? Was auf die Fall. Ah, habe ich auch. Cool. So, Chrome, erstmal so ist es ein Google Chrome-Zeichen. Am Rand nur schwarz und hinten ist es nochmal ein Google Chrome-Zeichen. Also voll easy eigentlich. Ja, Ja, habe ich vorne. gepixelt. Genau. Wurde von Tim gepixelt. Durch eine Internetvorlage. Ja. Vorne haben wir ganz viele Knöpfe. Das soll nur zur Verwirrung dienen, weil das sah dumm aus mit einem Knopf zum Tür öffnen, aber der eine Knopf, der die. An der Seite hat nur keinen Bock, den hinzumachen. Genau. Oder er gesagt, ging's schlecht. Nee, das war bei dem Bug ja auch noch gar nicht machbar. Also, das hatten wir da noch gar nicht eingeplant. Ja, also der richtige Knopf. Also, es ist. Nochmal kurz. Das kam dann später aus beim. Genau, beim nächsten eigentlich. Weil der Pedo wurde ja auch was nachgebaut. Oh, Spoiler-Fail. Ah, lustig, ja. Du hast schon einmal gesagt, das ist ein Video irgendwie. Ich weiß, den hat man ja schon mal gesehen beim Ja. Minionets-Show. Okay, egal. So, wir haben hier GS13, das ist das GS hier. Da drüben haben wir GS14, das ist ja mein normales GS. Da steht gerade ein Burgi, deswegen ist er an der Wand. Das soll man nämlich noch nicht sehen, das ist noch geheim. Vielleicht ist es auch weg. Ja, vielleicht ist es auch weg, das weiß niemand. Vielleicht ist es ja auch mal eine neue, aber das ist ja erstmal egal. Ah, der war schlecht. Der Ja, war wirklich du schlecht. warst schlecht. Ja. So, weiter. Ja, gut, ich würde Oh, sagen, Mist. wir. Was? Ich laufe, ich bin gerade die ganze Arena hier lang gelaufen. Einmal oben und einmal unten. Okay. Ganze Zeit so. Ja, ich fange dann erstmal an hier. Also, wir sehen hier ganz viele Knöpfe. Jetzt kann ich natürlich hier verschiedene Warte. Knöpfe drücken. Was habe ich Warte, jetzt? ich glaube, das war der Oh, hier. TNT Nee. mit Schutz Bitte, 4, wann will ich das? nicht. War das der hier? Nee, es war der hier. Ich Unten habe rechts. TNT mit Schutz 4, willst du? Nein, ich habe selber mein TNT. Das heißt nämlich Profil-TNT. Und du hast Profels TNT mit Schutz 4. Ich werbe normales TNT ohne Schutz 4. Geh weg. So, dieser Knopf ist der richtige. Dann ich hier die Tür auf. Und dann wieder zu. Ich öffne. Ne, geh weg. Ich öffne nochmal. Dann geht rein. Und bleibt Wenn stecken. die Tür. Echt, du bist drin? Okay. Von außen war gerade die Lampe aus. Ich weiß nicht warum, aber egal. Da ist hier Okay, nochmal hier haben Knopf. wir dann den nächsten Gang, genau, der ist so, mit Signalverlängerer, dass man da eigentlich nicht stecken bleiben kann. Wie schon. Von der Seite hat man natürlich auch wieder die Möglichkeit. Dann sind wir hier auch schon direkt in der Brücke, hier haben wir den Eingang verschließen. Ich zeig das mal jetzt hier vorne, also die Tür hier geht nicht mehr auf, egal was man drückt. Von außen wie von innen auch nicht. Und ich frage, dass er eine Kampfstampe ist. Das ist ein Supporter, der so einen Rang gekriegt hat. Sieht man auch hier, nicht gerade, weil der nicht hier ist. Stimmt, der ist ja im. Hä? Ja, ist in der Arena, Junge. Nee, Oh nee, der ist ist er Hub. nicht. Der ist im Hub, genau. Dann haben wir hier die Scheinwerfer, das zeige ich nachher dann nochmal. Da bleibst du mal hier drin und machst die an. Die sind jetzt aus, genau. Wenn wir dann mal hier runter gehen, machen wir das erstmal mit der ganzen Brücke und so, haben wir hier einen Hebel für den Schutzraum. Der fährt dann hier so ein Slab rüber und wir können da mal durch. Geh mal weg, ich sehe es sonst nicht. Können wir da durchschauen und sehen halt, ob da irgendwelche Feinde sind oder so. Das ist Was natürlich. eigentlich sehr nicht komisch. Hier ist noch ein Gang. Ja, und dann haben wir hier dann noch den letzten, also vorletzten Gang, den wir jetzt hier sehen werden, das ist der Notausstieg. Du demonstrierst das Ganze mal. Ja, so genau nicht. Oh, ich hab's kaputt gemacht. Hast du nicht? Ach, du warst draußen, das sah bei mir gar nicht so aus. Warte, nochmal. Ich Hey, wo bist denn du jetzt? bin beim Notausstieg. Hey, wie bist du hier reingekommen? Ich hab mich gepillt. Achso. Ja, genau, so geht das dann. Unten ist also es ist ohne Wasser und so, deswegen kriegt man leicht Fallschaden. Weil es aber nur drei Blöcke sind, ist glaube ich gar kein Fallschaden da. Und man wird sowieso sterben, weil das die Weil der Arenen Boden sind einen so. eh geht, genau. So, dann
Falls sich jemand fragt, wir machen das gerade alles ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ich will danach nämlich noch ein Borgia-Let's-Show aufnehmen von einem anderen Fun-WG. Das wird ein bisschen größer, da brauche ich mehr Zeit. Und ich habe nicht mehr viel Zeit. Und bei Deswegen. dem Pixelart haben wir das so gemacht. Ich habe das ganze Pixelart gebaut und Profi hat dann noch das Ganze sozusagen geupdatet auf die neueste Version. Vielleicht könnt ihr jetzt schon mal raten, was es sein könnte. Was es schon früher gab, was veraltet ist und heute jetzt ein Update hat. Weiß es selber nicht. So dumm. Hey, was meinst du denn? Schreib mich mal bitte per TS kurz an, was es ist. Ich habe es wirklich gerade ver vergessen. Ich habe es wirklich gerade voll vergessen. Schreib mal bitte per TS. Also wenn es das ist, was ich jetzt auch denke, dann habe ich keinen Plan, aber dann check ich nicht, was du gerade erzählt hast, aber wenn es was anderes ist, dann okay, Hey, vielleicht. wake up. Ach, ja, Rechtschreibfehler bei Tim Hey, wieder, wake aber up. sonst. Vor allem du, wie schreibt man Schwert? Was Wie? schreibst du für das SH? Ich weiß nicht, schwer Schwertreich. Okay, warte, ich schreibe Tim mal kurz zurück, weil der hat sich gerade gefailt. Auf jeden Fall, ich kann ja eigentlich schon mal sagen, So. Profi steht jetzt hier, oh wow, Ja. bei einer 9er Stich, die ziemlich gut ist, aber ja. Es ist noch die alte Version, falls Ja, man es wir schon haben schon eine mitgekriegt neue. hat. Das wird man dann auch im direkt nächsten Video sehen, was wir dann gleich aufnehmen werden, was dann wahrscheinlich morgen kommt. Sieht man dann die neue 9er Stich, die habe ich nämlich nochmal geupdatet. Bisschen Neue kompakter. Ge 9er Stich. neue 9er Stich. Habe ich sie nochmal geupdatet, die läuft komplett mit Hebel, deswegen ist sie ein bisschen stärker dann. Aber das ist halt die alte und deswegen läuft die halt noch so. Kennt man ja. Du befüllst sie schön. Ich habe Wenn jetzt ich die hier falsche Seite. auch das Profilsword, das hat mit Tim gemacht, und den Leulo-Bogen, also der Leulo-Bow. Leulo ist nämlich das Aufnahmeprogramm, was ich benutze, und deswegen ist es halt so. So, man sieht jetzt hier das ganze Gedödel mit dem Bow halt. Ja, hat geschossen. Eine Kanone pro, also im Fun-WG. Das wird sich dann aber auch beim nächsten ändern. Da haben wir dann mehr. So, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal durch den Notausstieg raus und du machst dann mal hier. Sorry. Du machst dann mal hier die Scheinwerfer an und so, aber aus mich draußen bin, bitte. Ich sag dir dann Bescheid. So, da ist natürlich komplett getarnt alles, der Notausgang. Und jetzt machen wir bitte die Scheinwerfer an. Sieht man hier oben? Fahren so, oh, Shots rein, was bin das jetzt? Okay, gut. Und das sind halt Lampen, das ist auch veraltet. Beim nächsten wird man auch wieder eine Erneuerung sehen. Ja, die neuen sind immer voll erneut. Geh mal bitte zur Kanone und also lass die Scheinwerfer an und geh mal zur Kanone und schieß mal. Ich will mal zeigen, wo die ist. Also man könnte sich schon fast denken, wo die ist. Du musst die nicht unbedingt befüllen. Okay, ich guck grad, was du da machst, aber. Boah, das war übelst knapp. Der Shot ist schon wieder zugegangen, da ist es rausgeflogen gerade mal. Ist das Delay erhöhen? Nein, nein, das Auf Delay keinen passt Shot. schon, das Delay passt schon. Das Delay passt, es funktioniert ja, es war nur übelst knapp, das war voll cool. Sah nett aus. So, auf jeden Fall, das ist das V-Chrome, sag ich jetzt mal. Und daher, dass ich halt nicht nochmal lange Zeit habe, würde ich sagen, was ist denn mit dem Video? Würde mich über ein Like freuen, wenn ihr Fun-WGs mögt und ganzen Pixel-Arts an den Fun-WGs und so. Und natürlich auch die normalen WGs und so und halt Dann Zeugs. sollte ich diesmal das Ganze mal ohne Knöpfe auch eigentlich mal hingehen. Ja, das habe ich ja schon vorhin gezeigt. Genau, und René, wer ist René? was? Hä, wer? René hat jemand also die Kampfschlampe geschrieben. So, okay, gut. Ja, dann sehen wir uns halt dann beim nächsten Video. Also wahrscheinlich beim nächsten Let's Show von dem anderen Morgier. Fanburg dir und ja, dann halt bis zum nächsten Video. Ciao.